frisch gepresst. Zwei Hebammen unterhalten sich über Schwangerschaft, Geburt und Hebammenalltag. Hallo, wir sind Anja und Marie, Hebammen aus Heidelberg, und wir arbeiten dort als angestellte Hebammen im Kreissaal einer Klinik und sind zudem freiberuflich tätig im Bereich der Vor- und Nachsorge und bieten außerdem Kurse an. Aber nicht nur das. Wir haben unser Herzensprojekt Hallo Hebamme gegründet und sind damit total zufrieden und auch der Grund, warum wir hier zu Gast bei Hebammerei sein dürfen. Genau, und da, wie ihr schon gehört habt, wir auch einen großen Bereich der Freiberuflichkeit abdecken und dass viele, ja vor allen Dingen angehende Kolleginnen oder frisch gebackene Kolleginnen interessiert, wie das denn so läuft, wie da so die ersten Steps vielleicht auch sind, was muss ich beachten, was muss ich vorbereiten, haben wir uns überlegt, dass wir euch heute so ein bisschen was frei von der Leber weg erzählen, was es vielleicht zu beachten gilt, was man vielleicht vorbereiten muss überhaupt, ob das irgendwie schwierig ist, sich überhaupt freiberuflich zu machen. Ja, und wollen euch da so ein paar Tipps und Tricks vielleicht an die Hand geben, dass ihr da so ein bisschen einen Einblick bekommt. Dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mit der ersten Frage, liebe Anja. Wie starte ich denn mit der Freiberuflichkeit? Wie mache ich das? Ja, also wie mache ich das? Ich muss mir erstmal überlegen, ich muss erstmal das Hebammenexamen bestehen. Also Als allererstes wäre die erste wichtige Voraussetzung, dass ich wirklich examinierte Hebamme bin. Und dann gilt es einfach, weil unser Beruf ist sehr, sehr vielfältig. Man kann in verschiedensten Variationen arbeiten. Man kann angestellt arbeiten, man kann freiberuflich arbeiten, man kann das aber auch kombinieren. Ja, das ist was sehr, sehr Gängiges in unserem Beruf. Und ja, da muss man erstmal überlegen, was möchte ich denn eigentlich überhaupt? Und wenn ich dann irgendwie sage, hey, die Freiberuflichkeit kommt für mich in Frage, dann macht es vielleicht Sinn, sich mal zu überlegen, ja, welche Bereiche der Freiberuflichkeit möchte ich denn eigentlich abdecken? Mhm. Möchte ich alles abdecken? Möchte ich vielleicht komplett freiberuflich arbeiten? Kann ich mir das nur zum Teil vorstellen, weil ich vielleicht nur einen einzelnen Bereich davon abdecken möchte? Mhm. Und wenn man die Fragen für sich irgendwie so im Kopf sortiert hat, es ist auch okay, wenn man sagt, nee, das kommt für mich vielleicht so gar nicht in Frage, weil ich will irgendwie verlässlich meinen Urlaub haben, ich will meine verlässlichen Dienstzeiten haben, ich will irgendwie wissen, ganz genau muss ich wo sein, dann ist das auch okay. Aber wenn ich sage für mich, hey, nee, das kann ich mir gut vorstellen und es bietet ja auch gewisse Vorteile, ne, wenn man freiberuflich ist, ne, dann go for it. Du hast schon gesagt, dass es so ein paar Vorteile gibt. Welche gehören denn dazu? Ja, zum Beispiel, du kannst einfach, wenn du sagst, du bist freiberuflich, bist du halt natürlich dein eigener Chef. Ja? Also du kannst zum Beispiel dir deinen Tag dementsprechend so planen, wie es für dich irgendwie angenehm ist, wie es für dich gut passt. Du kannst dir deinen Arbeitstag gestalten, die Arbeitszeiten dir gestalten. Du kannst die Arbeit dann machen, wenn du sagst, okay, das habe ich mir selber festgelegt, ja, eigener Chef sein, wie ich das schon so schön gesagt habe. Den Tagesrhythmus, genau. Den Tagesablauf auch einfach. Genau, selbst. Und Thema Work-Life-Balance, ja, ist ja manchmal mit Schichtdienst, also wenn du nur angestellt irgendwo arbeitest, nicht ganz so einfach. Das ist in der Freiberuflichkeit ein bisschen anders, kann man vielleicht sich ein bisschen anders zu strukturieren. Was wir natürlich sagen müssen, wir können immer nur über den Bereich sprechen, jetzt, den wir auch abdecken. Das ist wichtig zu betonen. Es gibt ja auch Kolleginnen, die Geburtshilfe freiberuflich anbieten. Da ist es natürlich schwierig, weil da hast du ja natürlich auch eine Rufbereitschaft. Du musst irgendwie 24/7 parat sein. Den Bereich, da können wir jetzt wenig darüber erzählen. Ich denke, da wird Hebammerei wahrscheinlich an anderer Stelle noch mal eine andere Kollegin befragen müssen. Aber für den Bereich, wo wir jetzt abdecken, bietet das natürlich schon einen Vorteil, weil du bist halt nicht davon abhängig, welcher Dienstplan wird mir geschrieben, ja, sondern du kannst dir das selber irgendwie so ein bisschen takten, auch unter der Woche, wie legst du dir Termine. Und das ist natürlich ein riesiger Vorteil. Was? Findest du es denn schwer, es zu kombinieren, wenn du sagst, wir sind ja, wir arbeiten ja beide zum Teil im Kreißsaal in einer Klinik und sind freiberuflich tätig, ne, mit Vorsorgen, Nachsorgen und Kurse. Glaubst du, dass es schwierig ist zu kombinieren? Oder würdest du sagen, nee, ist es gar nicht? Also ich finde tatsächlich, ist so ein bisschen so eine Sache, welches Bild einer Hebamme hat man im Kopf und welches Bild möchte man dann da sein und abdecken. Für mich gehört das irgendwie zusammen. Also für mich ist eben nicht nach der Betreuung im Kreis dann irgendwie Schluss, sondern ich möchte auch Familien zu Hause weiter begleiten und auch weiter betreuen. Aber auch schon die Zeiten der Schwangerschaft eben diese Betreuung da irgendwie abdecken. Und weil das einfach was Schönes ist. Man muss ja auch sagen, was wir Hebammen machen, wir pflegen gesunde Familien. Ja? Wir sind irgendwie Teil von etwas, was ganz, ganz besonders ist. Ne? Und physiologisch in den meisten Fällen. Und
ja, das ist, finde ich, was ganz, ganz Wunderbares und auch Faszinierendes und was mich auch dazu bewegt hat, den Beruf überhaupt zu ergreifen. Und ich finde, es lässt, um die Frage zu beantworten, es lässt sich gut kombinieren. Man muss sich am Anfang ein bisschen rantasten. Ja, man muss auch gucken, wie viele Prozent arbeite ich vielleicht angestellt, wie viele Prozent kann ich dann vielleicht auch noch freiberuflich arbeiten. Wichtig ist da irgendwie, glaube ich, gefühlt langsam sich auch ranzutasten, weil sonst kommt man vielleicht auch schnell in die Spirale, dass dann doch nichts mehr mit Work-Life-Balance ist, sondern dass irgendwie alles zu viel wird, weil man das unterschätzt hat. Aber ansonsten finde ich das was ganz Wunderbares, so diese alle Bereiche, die unser Hebammenberuf, die da reinspielen, abdecken zu können. Mhm. Ja. Wenn ich mich jetzt dazu entschließe, ich sage jetzt, okay, ich starte jetzt mit der Freiberuflichkeit, ich wage den Schritt und bin mutig und werde mein eigener Chef. Wie erfährt denn jetzt die Welt da draußen, dass es mich gibt? Weil es ja doch abhängig davon ist, auch jetzt zum Beispiel, wenn man nur freiberuflich sein will, braucht man ja schon ein bestimmtes Kontingent und eine bestimmte Anzahl von Frauen, damit sich das trägt oder ich auch meine Wohnung mir leisten kann, Lebensmittel kaufen, also einfach so eine Grundversorgung auch habe. Wie erfährt die Welt da draußen, dass es mich nun als freiberufliche Hebamme gibt? Also zum einen ist immer gut, andere Kolleginnen da ins Boot zu holen, die vielleicht schon in der ganzen Region unterwegs sind und freiberuflich arbeiten, weil es gibt immer viel zu tun. Kinder werden, Hebamme sein ist ja ein krisensicherer Beruf, also Kinder werden ja tatsächlich immer geboren. Und ja, da ist natürlich, dass jede Kollegin, wir wissen es ja auch aus unserer täglichen Arbeit, da kommen täglich so viele Anfragen für alle Bereiche und man muss so oft sagen, ey, tut mir leid, aber ich bin leider irgendwie schon total ausgebucht. Ich kann das nicht mehr, die Betreuung übernehmen. Und deswegen ist das immer so, glaube ich, in der aktuellen Situation eine gute Möglichkeit, zu den Kollegen zu gehen und sagen, hey, pass mal auf, ich mache mich jetzt freiberuflich, ich decke den und den Bereich ab. Wenn jemand bei dir anruft und du hast keine Kapazität, gib denen doch meine Nummer, meine E-Mail-Adresse. Ich betreue den und dem. Also, dass man es einfach ein bisschen streut, genau, vielen Bescheid sagt. Ich meine, durch den aktuellen Hebammenmangel sind ja auch viele Frauen, die manche Hebammen ja auch gar nicht mehr annehmen können. Absolut. Und auch nicht mehr abdecken können. Ja. Und die freuen sich ja auch, wenn man da nicht sagen muss, nee, keine Kapazität, mir fällt auch keiner mehr ein, sondern es vielleicht dann an die jungen Kolleginnen weitergibt, die vielleicht neu gestartet haben, dass sie da noch mit abgedeckt sind. Ansonsten auch in dem Bereich wird natürlich vieles auch digitaler. Das heißt, die Frauen gehen natürlich auch erstmal direkt mit positiven Schwangerschaftstests gefühlt ins Internet, um erstmal zu gucken, was sind denn so die nächsten Steps. Und da gibt es natürlich auch Hebammen-Suchmaschinen inzwischen. Ne? Da ist wirklich die Möglichkeit, entweder, dass man eine Webseite sich erstellt. Wenn einem das zu aufwendig ist, dann kann man sich auch da irgendwo eintragen. Ja, und es gibt ja verschiedene Homepages auch, ne? Wo man sich listen kann, wo man dann einfach mit ausgespuckt wird. Ausgespuckt wenn die Postleitzahl eingegeben wird und dann fällt man mit in den Umkreis. Und das, also das Gute daran ist einfach wirklich, die Frauen können da im Prinzip schon ihre Wünsche, die sie irgendwie haben, in der Betreuung direkt anklicken und kriegen dann wirklich dann auch schon gefiltert quasi das ausgeworfen, nur die Hebammen, die überhaupt in Frage kommen. Der Schritt geht gerade noch ein bisschen weiter, glaube ich, dass das, das kommt ja zunehmend, dass die Hebammen quasi dann nur noch ausgespuckt werden, die wirklich nur noch Betreuungskapazität hat. Also das ist auch weiter im Vormarsch und deswegen unbedingt zu empfehlen, wenn man vielleicht so neu startet. Ansonsten ist es auch so, dass man sich an die Krankenkassen einfach wenden kann. Auch die Krankenkassen werden immer häufiger von den Frauen kontaktiert, wenn die einfach völlig verzweifelt sind und sagen, hey, ich suche und suche gefühlt seit Monate eine Hebamme, die mich betreut und ich finde einfach keine. Und dann geben die Krankenkassen zum Teil auch wirklich Listen oder Telefonnummern weiter, um zu sagen, hey, hier, da ist, probier es mal dort oder probier es mal dort. Und was auch immer noch Sinn macht, ist wirklich an die Gemeinde zu gehen, an die Städte zu gehen, zu sagen, hey, ich arbeite jetzt hier als Hebamme, vielleicht gibt es da so eine Familienhilfe oder ähnliches, so eine Beratungsstelle und da auch mal die Daten zu hinterlegen, weil die ja dann meistens für die akuten Geschichten, wenn wirklich dann kurzfristig irgendwie eine Betreuung gesucht wird, dann sagen können, hey, hier, da ist eine Kollegin, die ist jetzt vielleicht auch frisch erst dabei, die legt los, die hat, probier es da mal, da hast du vielleicht irgendwie noch eine Chance, ja. Ansonsten kann man es natürlich auch über die Frauenärzte, Frauenärztinnen irgendwie steuern, dass man sagt, man legt da Flyer zum Beispiel aus, ja, oder geht da einfach mal vorbei, stellt sich auch vor, dass man einfach weiß, hey, hier, da arbeitet jemand Neues jetzt und ja, das sind so die Wege, glaube ich, die, was natürlich irgendwann ist, umso länger. Also ich meine, du hast uns ja hier schon ganz schön viele Punkte aufgezählt. Tatsächlich, es gibt ja auch viele Wege, aber, und deswegen ist es ja umso
erstaunlicher, dass die meisten Frauen keine Hebammen mehr finden. Das ist also wirklich ein Zeichen dafür, es gibt zu wenig Hebammen. Mundpropaganda ist noch was ich vergessen habe. Das ist auch wirklich was, gerade wenn man... Was sich aber auch wahrscheinlich erst ein bisschen einspielt. Ne? Absolut. Mit den betreuenden Frauen, die dann kommen, die sprechen wieder rum. Und wen hattest du denn als freiberufliche Hebamme? Wer kam denn zu dir? Dann fällt der Name und so geht es dann immer weiter. Das heißt, der Aufwand wird weniger, umso länger ihr dann wirklich freiberuflich unterwegs seid, weil irgendwann werdet ihr dann natürlich auch wieder entweder von den gleichen Familien kontaktiert oder wie gesagt... Die zweiten oder... Über eine Freundin. Die Freundin war bei Ihnen, könntest du nicht. Genau, also so läuft das dann eigentlich, genau. Aber das sind ja schon mal viele Wege, die dahin führen. Jetzt muss man ja den Mut fassen und wenn ich den Mut gefasst habe, jetzt bin ich freiberuflich, ist es ja schon nochmal eine Hürde. Ne? Man ist mit dem Examen fertig, genauso wie in der Klinik ist es dann wahrscheinlich da auch. Wie starte ich in der Hinsicht nochmal, dass ich sage, okay, schließe ich mich vielleicht jemanden an, alten Hebammenkolleginnen, frage ich, wenn sie eh schon wissen, ich bin jetzt freiberuflich, also wenn sie an die Frauen weiter herangetragen werden sollen, aber würdest du empfehlen, dass man alleine startet, sich vielleicht mit ein paar Kolleginnen zusammenschließt oder es gibt ja auch Hebammenpraxen, wo man einsteigen kann und sagt, oh, ich würde gerne als freiberufliche Hebamme arbeiten, sucht ihr noch jemanden in eurer Praxis, ich würde gerne mitmachen, da hat man ja auch nochmal noch ein anderes Team um sich. Würdest du das empfehlen oder würdest du sagen, das ist eigentlich jeder, wie er mag? Das muss individuell tatsächlich jeder für sich selbst entscheiden, weil das sind natürlich die Umstände auch immer, wie viel Prozent möchte ich freiberuflich arbeiten? Ist das mein Haupterwerb? Ja. Dann macht es vielleicht irgendwie Sinn, dass man auch mal eine Kollegin noch hat, ein Backup, vielleicht jetzt gar nicht als Teamwork, aber man will ja nicht 365 Tage, 7 Tage die Woche, 24 Stunden arbeiten, sondern hat vielleicht auch mal den Anspruch in der Freiberuflichkeit, ich möchte irgendwie mal in Urlaub gehen. Mhm. Und dadurch, dass bei uns in der Geburtshilfe oder generell mit den Kindern kriegen, das ja nie hundertprozentig planbar ist, macht es auf jeden Fall Sinn, dass man vielleicht eine Kollegin hat, die einen dann zum Beispiel zu Urlaubszeiten vertritt, ja, dass man wirklich auch unbesorgt da irgendwie gehen kann. Ansonsten, man kann auch einfach, wenn es keine Möglichkeit gibt, weil irgendwie sich das nicht anbietet, weil vielleicht gar keine Kollegin in unmittelbarer Nähe ist oder weil alle irgendwie schon so zusammenarbeiten, kann man natürlich auch erstmal alleine starten. Was man aber wissen sollte, gerade zu Beginn, das ist ganz normal, man hat immer noch mal die ein oder andere Frage. Ja, irgendwas, was man entweder so noch nie gehört oder so noch nie gesehen hat. Genau. Und dann steht man, was völlig normal ist. Die Menschen sind ja vielseitig. Genau. Ja, es kommen immer mal ein paar Sachen vor, wo wir auch sagen, die ja auch schon lange in der Freiberuflichkeit arbeiten. Ja. Also das kam mir jetzt auch noch nicht unter. Genau. Das gibt es ja auch immer mal wieder. Mhm. Und da ist natürlich der Vorteil, wenn du eine Kollegin hast, du weißt, okay, die kannst du jetzt mal anrufen und der kannst du vielleicht auch mal einen Fall schildern oder die kann vielleicht sogar mal mitkommen oder auch gerade für den Anfang, wenn man sagt, ich weiß gar nicht, wie lege ich denn jetzt los, wie gestalte ich denn meinen Ablauf bei so einem Hausbesuch, dann gehst du halt noch mal mit und guckst dir das an. Also je nachdem, wie sicher man sich da fühlt, wie selbstbewusst man vielleicht auch ist und wie man seine Vorstellung hat von seiner freiberuflichen Arbeit, kann man den einen oder den anderen Weg gehen, aber das muss jeder für sich so ein bisschen selber entscheiden. Je nachdem, wie man auch vernetzt ist, dann zu dem Zeitpunkt schon. Absolut. Jetzt ist ja, wie du schon gesagt hast, Examen ist gemacht, ne? Alles wunderbar. Viele, also jetzt zum Beispiel wenn wir uns den Arztberuf anschauen, ist es ja so, dass die Ärzte eigentlich ja in der Klinik noch eine ganze Zeit arbeiten müssen, bis sie sich selbstständig machen können in dem Sinne und in eine Praxis gehen. Das ist bei uns Hebammen ja so ein bisschen anders. Können wir denn direkt danach starten? Brauchen wir noch irgendwelche Fortbildungen, irgendwelche Hospitationstage, wo man sagt, okay, das müssen wir noch mal reinschauen? Oder sage ich, so, ich lege jetzt los? Man kann aktuell direkt quasi mit dem bestandenen Staatsexamen oder dann auch dem Studium kann man direkt loslegen und sich theoretisch in alle Bereiche der Freiberuflichkeit darf man beginnen. Absolut. Also würdest du auch sagen, dass es jetzt nicht von Vorteil wäre, wenn wir sagen, okay, man macht jetzt erstmal ein paar Jahre Geburtshilfe in der Klinik und geht dann in die Freiberuflichkeit? Findest du, man kann es vergleichen oder ist es eher, dass man sagt, eigentlich sind das vielleicht zwei verschiedene Berufe? Tatsächlich finde ich schon, dass der Hebammenberuf eigentlich als Gesamtes gesehen werden würde. Aber wir wissen es ja aus Erfahrung, viele Kolleginnen sind wirklich nach dem Examen so gebrannte Kinder gefühlt. Sie sagen, die Geburtshilfe, also das kommt für mich nicht mehr in die Tüte. Das ist, denke ich, okay, weil wie gesagt auch alle anderen Bereiche ja irgendwie abgedeckt werden müssen. Auf Dauer wird es uns wahrscheinlich aber ein Problem bringen, wenn wirklich alle Kolleginnen so denken und keiner mehr gefühlt im Kreißsaal arbeiten will, weil dann ist natürlich da kapazitär, das nicht mehr der Dienstplan zu besetzen, beziehungsweise wer soll denn dann noch Geburtshilfe machen? Also
Ja, deswegen ist das so die Frage, ob das nicht eigentlich sinnig wäre zu sagen, du müsstest vielleicht, wie zum Beispiel das in anderen Ländern, in der Schweiz ist es zum Beispiel gängig, dass die 2 Jahre erstmal wirklich im Kreissaal arbeiten müssen, um Berufserfahrung zu sammeln, bis sie quasi freiberuflich sich machen können. Ja. Vielleicht ein Ansatz, über den man in Zukunft auch im Rahmen des großen Hebammenmangels, der aktuell in Deutschland herrscht, vielleicht mal nachdenken könnte. Ich weiß, damit mache ich mir jetzt nicht viele Freunde. Die Aussage war vom Reden. Ja. Nee, das ist vielleicht was, wo man wirklich auch ein paar kleinen Schrauben drehen könnte, dass man sagt, hey, vielleicht würde man dahingehend schon was Gutes bewirken. Mhm. Ja. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen erzählt, wie wir reinsteigen, was man vielleicht auch alles so machen muss. Aber die Freiberuflichkeit an sich ist ja auch total vielseitig. Ja. Was kann ich denn da alles machen? Also ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal ganz kurz anklingen lassen. So das Gängigste ist, glaube ich, so diese Wochenbettbetreuung, die Vorsorgeuntersuchung in der Schwangerschaft, Kurse. Geburtshilfe wird leider aufgrund der aktuellen Haftpflichtsituation, weil die Versicherungsprämien in den letzten Jahren so immens gestiegen sind, immer weniger. Also dass das immer weniger Kolleginnen freiberuflich anbieten. Aber das gibt es natürlich auch, also in Form einer Beleghebamme, in Form einer Geburtshaushebamme, in Form einer Hausgeburtshebamme. Und aber die Bereiche gibt es alle. Und wie gesagt, man kann direkt eigentlich sich dann da entscheiden, wie man loslegen möchte. Würdest du den Kolleginnen, die jetzt neu starten, raten, sich vielleicht zu Beginn schon mal zu überlegen, was möchte ich alles abdecken, was möchte ich machen? Absolut, das muss ja auch nicht in Stein gemeißelt sein. Es macht schon Sinn, sich erstmal zu überlegen, welche Bereiche kommen für mich überhaupt in Frage, wo kann ich mich vorstellen. Manchmal ist es dann vielleicht so, dass man irgendwie sagt, das habe ich mir jetzt irgendwie ganz anders vorgestellt, das möchte ich vielleicht doch nicht. Da kann man das ja auch nochmal sein Portfolio so ein bisschen verändern und kann vielleicht nochmal andere Dinge dann auch dazu nehmen und andere streichen. Das ist völlig normal. Also das ist ja das Tolle an unserem Beruf, dass wir das irgendwie können. Aber man muss sich auf jeden Fall schon mal überlegen, in welche Richtung soll das gehen. Mhm. Weil will ich zum Beispiel Kurse anbieten, dann macht es natürlich Sinn, dass ich mich um den Kursraum kümmere. Die kann ich ja nicht bei mir im Wohnzimmer machen. Ja? Also das macht auf jeden Fall Sinn. Und da eben auch zu planen, wo möchte ich mich niederlassen, was ist da vielleicht auch schon ein Angebot da. Also wenn es da zum Beispiel 20 Hebammen gibt, die Kurse zur Geburtsvorbereitung anbieten, aber vielleicht nur eine, die einen Rückbildungskurs anbietet, dann macht es vielleicht Sinn, irgendwie sich darin eher und nicht den 21. Geburtsvorbereitungskurs zu machen. Ich glaube, in den anderen Bereichen ist so ein großer Mangel inzwischen, da ist es gefühlt, da wird jede Unterstützung gebraucht, aber ansonsten macht es natürlich Sinn, klar, sich irgendwie zu spezialisieren. Oder vielleicht auch neue Wege zu suchen, dass man sagt, vielleicht die eigene Kreativität vor allem auch in den Kursen nochmal wieder vielleicht zu spiegeln und neue Aspekte mit einfließen zu lassen, was ja auch immer toll ist. Ne? Genau. Was brauche ich denn alles dazu? Ich habe das jetzt alles für mich geklärt. Ich habe vielleicht 2 Kolleginnen um mich herum, die das auch mit mir tragen, die mich vertreten im Urlaub. Aber was brauche ich jetzt dafür, um freiberuflich arbeiten zu können? Also da kann man tatsächlich nicht gleich loslegen und sie fragen und sagen, ja, hier ist es mein Staatsexamen. Guten Tag, ich bin Ihre Hebamme. Also natürlich ein bisschen Bürokratie und auch ein bisschen Aufwand erstmal, dass man überhaupt freiberuflich als Hebamme arbeiten darf. Man muss zum einen erstmal seine IK-Nummer beantragen. Das geht einfach online über ein Formular. Institutionskennzeichen. Genau, dass man da einfach diese Nummer kriegt, dass man abrechnen darf. Ne? Mit den Krankenkassen. Mit den Krankenkassen, genau. Das ist einfach wichtig, dass man die hat, bevor man loslegt. Dann Berufshaftpflichtversicherung. Ja, die ist sehr, sehr wichtig und ja auch in aller Munde. Ich glaube, da wurde schon genug drüber gesagt. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann alleine losgehen und sich da irgendwie bei den einzelnen Versicherungsgesellschaften Angebote einholen. Die meisten regeln das aber in irgendeiner Form über einen Verband, weil die das schon quasi direkt dann mit abdecken. Eine Rechtsschutzversicherung macht natürlich auch immer Sinn. Ja? Mhm. Im medizinischen Bereich können immer Fehler passieren und das ist natürlich gut, wenn man irgendwie da eine Absicherung hat. Was auch oft über den Verband mit abgesichert wird. Ne? Absolut, diese, ist mit drin. Kombinationen, genau. Also die Haftpflicht sowohl als auch diese Versicherung ist auch noch mal ganz gut zu wissen, sind über die Verbände, also sind mit eingeschlossen. Mhm. Man kann beides separat sehen, wie du schon gesagt hast, aber wenn man sich dazu entschließt, auch einem Verband beizutreten, sind diese 2 Dinge, muss man halt noch mal ankreuzen und angeben, dass man das auch gerne möchte, aber ist auch eine gute Sache. Genau, dann will das Gesundheitsamt natürlich vor Ort
sofort immer noch Bescheid wissen, dass man jetzt loslegt, als Hebamme arbeitet. Da reicht meistens aber entweder ein kurzer Gang persönlich oder auch per E-Mail. Genau, dann ist das einfach dort registriert. Dann ist es natürlich so, man braucht seine Versicherung bei der Berufsgenossenschaft, weil wenn irgendwie ein Unfall passiert, sowohl beim Hausbesuch oder auf dem Weg auch dahin, dann muss das über die BG quasi laufen und ist dann kein normaler Kassenunfall, der dann eingereicht werden könnte. Und ganz wichtig, Rentenversicherung. Der muss man natürlich auch melden, dass man jetzt da noch eine andere Einnahmequelle hat, dass da entsprechend das berechnet werden kann und auch alles seinen richtigen Weg geht. Genau, das sind so die ersten Steps. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar andere Sachen. Man braucht ein Abrechnungsprogramm. Ja, klar, ich meine, man macht das jetzt ja nicht zum Spaß, sondern man will damit Geld verdienen. Also, genau. Auch wenn es nicht viel ist, man möchte ein bisschen Geld damit verdienen. Genau, dazu braucht man ein Abrechnungsprogramm, mit dem man einfach die Ziffern erfassen kann und dann auch sein Geld nach 21 Tagen bekommt. Man braucht natürlich irgendwie auch Dokumentationsbögen, also dass man irgendwie da seine Sachen, die man macht, auch niederschreiben kann. Gibt es ja auch schon viele Angebote, die analog, aber auch schon digital sind. Absolut, dieses Kombinieren. Und das wird auch zunehmend einfacher werden. Dann QM, wichtiges Thema, ist verpflichtend. Und da muss man sich natürlich auch schon mal direkt dann mit befassen, wie läuft das denn, wie möchte ich das für mich handhaben. Ist vielleicht auch zum Start viel einfacher, wenn man sich, also ich glaube, wenn wir müssen uns ja auch damit gerade befassen und wenn man schon das gar nicht so gemacht hat und jetzt einmal runterschreiben muss, ist es vielleicht zu Beginn gar nicht schlecht, wie möchte ich meine Arbeit machen, wie möchte ich mich darauf vorbereiten und was brauche ich. Genau, und da muss man natürlich gucken, welche Bereiche möchte man eben abdecken. Ist es zum Beispiel jetzt die Geburtshilfe, dann brauche ich das entsprechende Equipment. Ist es die Kurse, brauche ich natürlich auch den Raum, das Equipment für die Hausbesuche, sowohl in der Schwangerenvorsorge vielleicht oder im Wochenbett. Oder vielleicht brauche ich eine Praxis. Ja, und dieses, da muss man sich drum kümmern. Und dass die Materialien einfach rangeholt werden. Ne? Da muss man so ein bisschen gucken, da gibt es auch kein Schema F, das arbeite ich jetzt von oben nach unten ab, sondern welche Bereiche will ich abdecken? Da informiere ich mich, was brauche ich da? Was kommt für mich in Frage? Und das besorge ich mir dann einfach vorher, dass ich dann auch direkt loslegen kann und nicht, wenn die erste Anfrage kommt, so Kind ist jetzt da, Moment. Was brauche ich nochmal schnell? Wo kriege ich es auch her? Mist, gerade nicht lieferbar. Jetzt haben wir ganz viel auch über die Haftpflichtversicherung, Rente und viele Dinge schon mal genannt, die einen so ein bisschen abschrecken lassen am Anfang, wo auch schon so ein paar Zahlen vielleicht im Kopf rumschwirren. Wir haben viel von der Haftpflicht gehört, Haftpflichtversicherung, die sehr immens hochaktuell ist für uns Hebammen. Ist es denn kostenintensiv, dann so zu starten oder hält sich das in Grenzen und man denkt, es ist eher so ein Riesenberg erstmal, aber so schlimm ist es gar nicht? Also man muss ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu anderen Berufen, die sagen, ich mache mich jetzt mal selbstständig, ich arbeite mal freiberuflich, ist, glaube ich, der Hebammenberuf noch einer, der überschaubar ist zu Beginn. Mhm. Weil zum Beispiel auch gerade diese Haftpflichtversicherung wird ja mal aufgeteilt. Also die musst du nicht jetzt sofort da, noch bevor du losgelegt hast, einmal auf den Tisch legen, in bar. sondern ja, genau. Das brauchen wir bald, wenn es weitergeht. Genau. Sondern du hast ja da auch Zeiten, da wird das auch angekündigt. Die melden sich auch wirklich immer rechtzeitig. Wir buchen nächsten Monat ab oder so. Genau. Und ansonsten natürlich auch das ganze Equipment, was man benötigt, das ist deutlich weniger, als wenn man sich zum Beispiel jetzt ein Fotostudio oder ein Kosmetikstudio oder eine Bäckerei aufmacht. Ja, also es ist, denke ich, alles überschaubar. Ja. Wie realistisch ist das denn? Wie viele Frauen sollte man denn im Monat betreuen, dass jetzt auch diese ganzen Kosten, die wir hier aufgezählt haben, gedeckt sind? Und dass man danach auch noch was verdient und auch was in seiner eigenen Tasche hat. Genau, das muss jeder individuell so ein bisschen für sich schauen. Ist man komplett freiberuflich? Das heißt, wie hoch sind meine Lebenserhaltungskosten vielleicht? Was brauche ich überhaupt monatlich zum Leben? Wie viel muss ich denn dementsprechend anbieten? Wie viel muss ich denn arbeiten? Habe ich vielleicht schon ein festes Einkommen? Kommt durch eine angestellte Tätigkeit oder fällt das eben komplett weg? Da wird man natürlich entsprechend mehr machen müssen, als wenn man sagt, man macht das nur als Ergänzung. Es macht trotzdem immer Sinn, erstmal, wenn man gerade so ganz neu ist und neu loslegt, man braucht am Anfang auch einfach für gewisse Prozesse, Arbeitsabläufe oder vielleicht auch Besuche länger, sich nicht zu viel Arbeit aufzubürden, sondern sich vielleicht langsam ranzutasten. Weil was man natürlich auch immer nicht vergessen darf, gerade auch wenn man jetzt freiberuflich in der Geburtshilfe ist, man hat die Rufzeiten. Ne? Mhm. Vorher, nachher, wo man irgendwie parat sein muss. Man hat auch in der Wochenbettbetreuung zum Beispiel 12 Wochen Betreuung. Ne? Das heißt, das summiert sich dann von Monat zu Monat natürlich auch ganz schön auf. Ja? Mhm. Und im schlimmsten Fall ist dann irgendwann so viel,
dass es dann zu viel ist. Mhm. Ja, deswegen. Das heißt, zu Höchstzeiten, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man betreut 3 Frauen im Monat, ja, sind es im zweiten oder dritten Monat schon 9 Frauen. Genau, und dann hat man vielleicht... Also wenn man die vorigen 12 Wochen eben auch die Frau besucht. Genau, und deswegen macht das da Sinn, sich vielleicht auch mal auszutauschen mit Kollegen, die das gleiche Modell vielleicht, wie man so selber im Kopf hat, schon arbeiten, mal zu fragen. Ja, vielleicht, hey, wie machst du das? Wie viele Frauen hast du? Was kommt da bei rum? Man kann es auch nicht immer pauschalisieren, weil jede Kollegin handhabt auch das anders. Wie oft kommt sie denn jetzt zum Wochenbettbesuch oder wie ist das denn? Aber trotzdem macht das Sinn, um mal so eine Hausnummer vielleicht zu kriegen, wie viel das denn dann ist. Ja, oder auch mal zu sehen, mache ich das genau so? Finde ich das Modell gut? Oder auch so, wie sie die Besuche irgendwie hintereinander stellt oder wie das ist? Kann ich mir das auch vorstellen oder mache ich es ganz anders? Genau. Dann ist es ja immer gut, da mal so ein bisschen reinzuschnuppern. Wir haben es vorhin schon ein bisschen mal angesprochen, Thema Dokumentation, Thema QM, das Ganze, das ist ja mit ein bisschen Papierkram verknüpft. Wir alle lieben ihn. Wie schaut es aus? Ist es viel Papierkram? Wie wiegt sich das auf? Ist es ungefähr gleich zu bewerten, dass ich sagen muss, die Arbeitszeit gleich auch die Arbeit, die ich zu Hause noch mal reinstecken muss? Ist es eher wenig? Wie schätzt du das ein? Also es ist schon so, dass es wichtig ist, gut zu dokumentieren, je nachdem, wie ausführlich man das dann auch macht, weil man denkt, das ist für mich gutes Dokumentieren. Umso mehr Zeit nimmt es natürlich auch in Anspruch. Was generell meistens so ist, die wichtigsten Daten und Fakten werden eigentlich direkt erfasst. Das sollte man auch wirklich machen, dass man es nicht vergisst, dass auch nichts untergeht. Was meinst du mit Daten direkt erfassen? Zum Beispiel während der Geburt. Ja, wenn du in der Geburtshilfe bist, solltest du natürlich da deine Dokumentation relativ zeitnah machen. Genauso ist das bei der Schwangerenvorsorge. Die wichtigsten Parameter, was wiegt direkt die Frau heute, was ist der Leibesumfang, das hast du im Zweifel 3 Stunden später und 2 Frauen später vergessen. Ja? Oder auch beim Wochenbettbesuch, wenn das, was hat das Kind gewogen. Also die wichtigsten Fakten, die man irgendwie schnell auch aus dem Kopf hat, die sollten direkt erfasst werden. Aber dann gibt es so verschiedene Modelle. Einige Kolleginnen dokumentieren dann alles gleich beim Besuch. Wird immer leichter, weil vieles auch digital inzwischen funktioniert. Andere sagen, nee, das ist mir irgendwie, ich will durchkommen und dann mache ich das lieber zu Hause. Dann setzen sie sich, nachdem der Tag beendet ist, nochmal hin und machen dann die ganze Dokumentation fertig. Wichtig ist, dass sie gemacht wird, weil das natürlich so eine rechtliche Sache ist. Wenn da mal irgendwie ein Schadensfall kommt oder irgendwie eine Nachfrage kommt. Wir sind verpflichtet, 10 Jahre die ganze Dokumentation aufzuheben. Ja, da muss das da sein. Ne? Und im Zweifel erinnert man sich nach 9 Jahren eben nicht mehr, was bei Frau Müller-Meyer-Schmidt an dem und dem Tag 9,5 Jahren passiert ist. Der los war, genau. Deswegen nimmt das schon einen großen Zeitraum ein. Man wächst da aber auch rein und arbeitet sich dann selber irgendwie so seinen Ablauf, wo man sagt, so funktioniert das für mich gut. Ne? Auch die Bögen vielleicht. Hat man sich den einen erst vorgestellt, dann funktioniert der nicht, weil der fehlt noch das und das. Da geht man vielleicht selber über und erschafft sich seinen eigenen Bogen. So wie ich das zum Beispiel mache, ich arbeite mit meinem eigenen Dokumentationsverlauf. Und ja, so kommt man da auch langsam rein. Ist nichts, wovor man Angst haben muss. Es ist wichtig und da ist einfach, umso mehr man sich darüber aufregt, es macht ja nicht besser, es muss gemacht werden. Gibt es noch andere Punkte, die vielleicht wichtig sind, noch zu Hause oder Ähnliches erledigt zu werden? Zum Beispiel müssen wir ja die Abrechnung auch machen. Das macht man über verschiedene Programme, da gibt es verschiedene Anbieter. Würdest du empfehlen, auch diese ganzen Positionsnummern und die Rechnungen immer direkt auszufüllen? Oder macht man das eher, weiß ich nicht, quartalsweise, halbjahresweise? Oder wie ist es, dass man da auch dranbleibt? Verliert man da den Überblick, wenn man das so spät erst macht? Oder was sagst du dazu? Also, das macht auch jede Kollegin, da gibt es wieder auch nichts Pauschales, das ist manchmal leichter. Das ist so individuell. Das macht jede Kollegin tatsächlich anders. Ich kenne Kolleginnen, die machen wirklich nach jedem Besuch direkt, gehen die ans Handy und erfassen ihre Daten. Dann gibt es Kolleginnen, die setzen sich dann zu Hause hin und erfassen sofort die Daten. Dann gibt es Kolleginnen, die machen es nach abgeschlossener Betreuung. Dann gibt es Kolleginnen, die machen es einmal im Monat, einmal alle 3 Monate. Und ich kenne sogar Kolleginnen, die machen es einmal im Jahr. Ja, also deswegen, die Frage ist nur immer, letztendlich sind die Abrechnungsziffern die Grundlage für das, was wir verdienen in der Freiberuflichkeit. Und wie viel vergisst man denn nicht, wenn man es umso länger schleifen lässt? Ja? Manchmal geht es einfach nicht anders, da ist zeitlich nicht anders möglich, da kommt man vielleicht nicht hinterher. Aber ich finde es schon sinnvoll und sinnig, wirklich die Ziffern zeitnah zu erfassen. Gerade auch mal telefonische Beratung. Ja, wie schnell rutscht die einem irgendwie durch? Ja? Du musst die Zeiten auch angeben.
ja, wann habe ich denn jetzt mit Frau Schmidt telefoniert? Ja, na komm, dann lässt die Ziffer halt raus. Und so summiert sich das halt schnell hoch. Ne? Und das müsste eigentlich nicht sein, wenn man zeitnah abrechnet. Das ist auch nochmal ein wirklich guter Tipp. Ich glaube, da muss auch jeder nochmal schauen, wie ist mein Arbeitsalltag? Ne? Habe ich eine Familie drumherum, um die ich mich noch zusätzlich kümmern muss? Habe ich das noch nicht? Arbeite ich noch in der Klinik? Wie ist man vielleicht auch auf das Geld angewiesen? Genau, ne? Wenn ich monatliche Ausgaben habe, Miete, Auto finanziert, Kindergarten muss bezahlt werden. Dann ist es schon gut. Wenn man nur freiberuflich arbeitet, dann muss man eben schauen, dass man monatlich Geld reinkommt, dass die Versicherung bedeckt. Ja, das ist alles einfach, dass das Leben laufen kann. Da sagen die dann auch nicht, ach, sind Hebammen, sie haben jetzt 7 Monate nicht geschafft abzurechnen. Es tut uns jetzt leid. Also, sie haben Glück, sie dürfen erst nächsten Monat uns die Kosten decken. Und ich glaube, was man auch noch mal immer sagen muss, manche Krankenkassen zahlen ja auch nicht direkt. Ja. Das kann ja auch noch mal ein paar Tage oder Wochen dauern. Generell dauert es 21 Tage, bis überhaupt die Rechnung bezahlt werden. Bei Privaten kann man minimal 10 Tage angeben, aber bei den Kassen ist es gedeckelt, die zahlen nach 21 Tagen. Und da muss das man ja, muss man ja auch noch mal mit reinrechnen. Und man muss auch ganz, ganz klar sagen, nicht alle Kassen zahlen da pünktlich. Also manchmal ist da auch ein bisschen Verzögerung oder noch mal Nachfrage oder da das gestrichen, da muss man dort noch mal nachhaken. Also es macht schon Sinn, da dran zu bleiben. Aber würdest du sagen, du würdest jedes Mal wieder den Schritt gehen und in die Freiberuflichkeit starten? Macht es dir Spaß? Auf jeden Fall. Nee, doch, würde ich wirklich machen, weil wie gesagt, es ist gerade, finde ich ja das Schöne an unserem Beruf. Ich bin ja noch Generation Ausbildung, bei mir gab es das Studium ja noch nicht. Und ja, das fand ich irgendwie wichtig für mich auch. Warum bin ich Hebamme geworden? Ich wollte selbstständig, eigenverantwortlich arbeiten. Und da gehört auch diese Freiberuflichkeit irgendwie, die war in meinem Kopf da schon drin, weil du bist dann halt irgendwie doch dein eigener Chef. Und deswegen, für mich gehört es dazu und ich finde es wichtig und ich würde das auf jeden Fall auch jeder Kollegin raten. Und wenn man halt wirklich nach einer Weile merkt, hey, das ist doch nichts für mich, weil aus diesem oder jenem Grund, dann hat man wenigstens einmal reingeschnuppert und hat es vielleicht für sich ausprobiert, ob es was sein könnte. Ja, wir haben die tolle Möglichkeit. Und wenn es halt nichts ist, dann findet man sicherlich einen anderen Weg, um als Hebamme sein Geld zu verdienen. Ich glaube, das ist ein schöner Abschlusssatz. Das hast du uns total schön gesagt. Vielen Dank für den tollen Einblick in die Freiberuflichkeit. Sehr gerne. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen einen Einblick bekommen und konntet oder könnt ein paar Tipps und Tricks nochmal mitnehmen von uns und vielleicht einige kleine Hacks, wie man doch nochmal in die Freiberuflichkeit starten kann. Genau, der Podcast wurde euch heute präsentiert von der Deutschen Hebammenhilfe. Und wenn ihr diese oder auch noch andere Folgen nochmal nachhören wollt, dann könnt ihr auf www.hebammenhilfe.de gehen. Und sehr zu empfehlen, ihr macht einen tollen Instagram-Kanal, @hebammerei. Und wer uns vielleicht noch nicht auf Social Media gefunden hat, wir sind @hallohebamme. Schaut doch mal vorbei, wir würden uns freuen. Ansonsten viel Spaß nochmal beim Reinhören, wenn ihr es euch nochmal anhören möchtet. Genau. Und bis dahin. Tschüss. Du interessierst dich für die Hebammerei oder möchtest unseren Verein unterstützen? Schau vorbei unter www.hebammenhilfe.de oder bei Instagram unter @hebammerei. Frisch gepresst. 2 Hebammen unterhalten sich über Schwangerschaft, Geburt und Hebammenalltag. Eine Produktion der Deutschen Hebammenhilfe.